Alter, geh schlafen. Kann ich von hier aus hacken? Nein. Kann ich durch die Wand hacken? Nein. Verdammt. Ich habe einen Plan, und zwar gehe ich erstmal aus der Tür raus. Gott schütze die USA und nichts anderes. Lass mich doch. So, und jetzt. Da steht er immer noch wie angewurzelt. Willst du mich verarschen? Was? So, ich spreche den jetzt von dieser Seite aus. Hoffentlich haben sie. Ja. Ich wollte nur, dass du dich umdrehst. Jetzt muss ich dann nur noch irgendwie durchkommen. Kaputtes Terminal. Willst du mich verarschen? Schreibtisch. Kronko. Right away. Das könnte auch hilfreich sein. Was soll denn das? Oh, Holoband. Stimpack. Stimpack, oh, so viel. Ah, oh, herrlich. Oh, Erste-Hilfe-Kasten, da will ich auch nochmal ran. Wer hat ein schmutziges Wasser im Erste-Hilfe-Kasten drin? Was soll das? Erfordert Schlüssel. Toll, und Kampfausrüstung. Vorkriegsgeld, Zuckerbombe, Stange Zigaretten, Red Away, OP-Schlauch, Nuka-Cola. Mini-Atombombe? Was willst du mit einer Mini-Atombombe? Krasse Scheiße. Lebensmittelidentifizierer? Krass. Was hat denn der dabei? Oh, Unmengen an Kronkorken. Hm. Jet, Hundefleisch. Hier ist aber kein Schlüssel, ne? Ne, er hat keinen Schlüssel hier. Hm, wo finde ich denn hier einen Schlüssel? Hüttentür. Wer bist du denn? Patient? Was? Ich dachte schon, der will mich angreifen. Das wäre es ja noch gewesen. Ist vielleicht in einem Patienten der Schlüssel drin? Patient ist bewusstlos? Patient ist bewusstlos. Okay. Gut. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Aber ich kann nicht laufen, ich weiß. Nerv mich nicht. Ja. Na, hast du kein Leck mehr zum Angucken? Oh. Ein Megatonsiedler mit einer hübschen Knarre, ja? Mal sehen. Was hat. Es ist ein normaler. Munition? Nein. Es ist ein normaler Typ. Wieso hast du so eine krassen Sachen dabei? Krass. Alter Schwede. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie es endet, wenn ich hier irgendwas klaue. Jedenfalls wie ich weiß auch nicht, wie meine Diebstähl-Dinger sind. Ob ich jetzt gut klauen kann oder nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt mit Megaton erstmal durch. Wir haben dann noch diesen komischen Typen, der sich in der Wasseraufbereitungsanlage um Mitternacht versteckt. Aber das können wir erstmal ignorieren, das ist kein Problem. Und solange Lucys Botschaft übermitteln. Ah, mehr Informationen über den Androiden, ne? Das haben wir auch noch. Aber hier haben wir nichts mehr. Aber wir haben natürlich, hier erstmal noch. Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Tasty Clean Desinfizierers. Achso, wir haben einen. Ja. So, Diagramm Kronkorkenmega haben wir auch. So kam aus Serum Minimal, das haben wir ja abgeschrieben. Wenn Sie diese Aufnahme hören, wurden Sie für vertrauenswürdig befunden. Ich hoffe sehr, dass das wirklich so ist. Diese Aufnahme wird uns beide in Gefahr bringen. Ich bin auf der Flucht aus dem Commonwealth. Ich bin ein Androide, ein synthetischer Mensch, ein Sklave. Meine Verfolger kennen keine Gnade und werden vor nichts Halt machen, um ihren Besitz wiederzuerlangen. Ich brauche einen Arzt im Ödland, um mich einer Gesichtsrekonstruktion zu unterziehen. Und ich brauche jemanden mit speziellen Computerkenntnissen. Ich muss mein Gedächtnis löschen und mein Gesicht verändern, um ein anderes Aussehen anzunehmen. Okay, der Androide braucht Hilfe von einem Arzt, er will sich anscheinend zum Menschen machen lassen, beziehungsweise er ist ja schon ein Androide und er möchte jetzt ein neues Gesicht kriegen und sein Gedächtnis, komplett rebooten lassen.
dass er selbst nicht weiß, wer er ist. Und dann müssen wir herausfinden, wer ist dieser Roboter. So, haben wir... Wir haben noch zwei Holobänder aufgesammelt. Wollen die mich verarschen? Na gut, Blutsverwandtschaft erstmal. So, gucken wir mal, welche Waffe wo ist. Hier haben wir die. Nein, ich brauche gerade nichts zu essen. Okay. Ich mach mal Knüppel. Mein Knüppel, wo ist mein Knüppel? Wo ist mein Knüppel? Ah, unten rechts ist mein Knüppel. Okay, nein, lass mich in Ruhe, fick dich ins Knie. So. Jetzt kann ich auch euch übrigens auch erklären, warum ich so stinksauer bin. Und zwar habe ich in einem anderen Let's Play schon erzählt, habe mir ja ein neues Headset gekauft, beziehungsweise nicht Headset, sondern ein Mikrofon und wollte damit halt aufnehmen. So, dachte, okay, mit dem Mikrofon hört sich das alles ein bisschen geiler an und man kann dich besser verstehen. Und außerdem habe ich eben nicht mehr dieses verdammte Headset auf dem Kopf und habe ein bisschen mehr Freiheit, kann mich bewegen, kann mich strecken, hier und da. Hab mir das dann halt gekauft. So, insgesamt habe ich dafür, na gut, ich werde jetzt den Preis nicht erzählen, aber es war schon eine ordentliche Summe. Ja, ich weiß. Es war schon eine ordentliche Summe. Und ja, die Qualität war miserabel. Es hat sich alles so stumm angehört und mein Headset hört sich immer noch viel klarer an und viel besser. Da dachte ich, okay, zum Teufel, gib's es zurück. So bin ich also hingegangen, wollte es zurückgeben. So haben die mir gesagt, ja, tut mir leid, wir können es nicht zurückgeben, wir können ihnen aber eine Gutschrift geben, damit sie nochmal so einen Scheiß kaufen können. So, ja, ich habe mich da erstmal übelst aufgeregt, habe gesagt, ich will mein verdammtes Geld haben und keine Gutschrift. So, schlussendlich kam daraus entweder Gutschrift oder gar nichts. Habe ich erstmal die Gutschrift genommen, so, habe mich dann auf dem Weg nach Hause erstmal übelst aufgeregt und ganz ehrlich, ey, das nächste Mal, wenn ich da hingehe, nehme ich meinen Gutschein, kaufe mir irgend so einen Scheiß, mach dann die Schachtel auf, kack dann in die Schachtel und gib das dann zurück und sag, das ist der letzte Scheiß. Und wenn sie dann reingucken, sehen sie, oh, da ist ja ein Stück Scheiße, aber wir haben ihn ja Scheiße verkauft, das muss ja genau dasselbe sein. Ach so. Und dann wollen sie es wahrscheinlich nochmal irgendeinem anderen Kunden andrehen. Hey, guck mal hier, ich habe ein geiles Mikrofon, ist ein bisschen rund, ein bisschen braun, aber funktioniert. Müssen sie nur ganz an der Hand im Mund halten und dann spüren sie auch schon das Erlebnis. Fickt euch ins Knie, Leute, fickt euch ins Knie. Ich kaufe dann nichts mehr. Ich werd meinen Gutschein einlösen und vermutlich das, was ich eingelöst habe, dann verkaufen. Das ist so mein Plan. So, übrigens war da oben Raiders. Und das ist auch noch so ein Raiders-Haus. Aber ich glaube, da war irgendwas Geiles, wenn ich mich erinnere. Oh, ein bissiger Hund. Gut, keine Maulwurfsratte von daher. Hier haben wir Betten, da kann ich aber nicht dran schlafen. Warum nicht? Okay, hier ist nichts mehr. So, was haben wir da? Was macht ein Red Skorpion hier? Alter, ich glaube, der ist schon hinter mir her. Scheiße. Was? Greifen die sich da hinten gegenseitig an? Okay, die Fliege ist hinter mir her anscheinend. Oder die flüchtet. Eins von beiden. Nein, dreckiger Scheiß Skorpion. Okay, ich glaube, auf den Giftstachel ist ganz gut. Ich muss den Giftstachel verkuppeln. Verdammt! Nein, lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Verdammter Skorpion. Gott, verdammter Rüstung. Ja, greif den Skorpion an. Genau. Was? Hund? Wo läufst du hin, Hund? Hilf mir! Gott, verdammt, hier ist eine Blähfliege auch noch. Und da schießt irgendwer mit Laserstrahlen. Der schießt dann mit Laserstrahlen. Ja, prügelt euch, tötet euch gegenseitig. Haha. Schießt dann mit. Ach so. Haha, das Ding ist auf meiner Seite, tötet sie alle. Au. Oh. Blähfliege. Willst du einen Hund? Willst du einen gottverdammten Hund, der vor mir steht, Mann? So, du Hund. Du kriegst ein Heady. Wenn ich dein Heady finde. Da. Aufs Maul. So. Haha, das Ding ist noch auf meiner Seite, das ist gut. Hundefleisch, Skorpion, ey, ich hasse diese Dinger. Ich hasse sie. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Mein erstes Spiel, da ich bin ja jemand, der gerne viel erkundet. Und in meinem ersten Spiel habe ich das halt so gemacht, dass ich einfach mal rumgelaufen bin und die ganze Welt erkundet habe. Bin dann rechts an den Rand der Welt gegangen. So. Das Problem an der Geschichte war, da war so ein scheiß Red Skorpion. Ich glaube, das war eher so ein großer, nicht so ein kleiner.
Und der hat mich übelst fertig gemacht. Ich konnte nichts gegen den machen. Der hat mich übelst fertig gemacht. Und deswegen, seitdem hasse ich diese Dinger. Seitdem hasse ich sie. Ich meine, es ist... Ich habe noch ein bisschen mehr entdeckt als diesen Skorpion. Also es geht noch schlimmer. Keine Angst. Das werden wir auch noch entdecken. Ich werde es jetzt euch nicht erzählen, damit die Spannung ein bisschen erhalten bleibt für diejenigen, die es nicht kennen. Was sehr unwahrscheinlich ist, denn Fallout kennt man einfach. Ich meine, klar, es gibt natürlich Leute, die es spielen. Die haben es nicht gespielt, weil die denken, okay, Fallout ist irgendein Strategieding. Ich mag keine Strategie. Aber das war früher mal. Also früher war Fallout ziemlich strategisch und war halt 2D von oben. Und du konntest halt nur strategisch deine Schritte gehen. Jetzt hast du natürlich die ganze freie Wahl, weil es auch von Bethesda gemacht wurde. Und das heißt, es ist ein Open World. Ein verdammtes Open World. Und da kann man alles machen. Mann, hier kann man alles machen. Alles, was man will. Ja, oh, deswegen ist auch Fallout 1 meine Lieblingsspiele. Ich muss sagen, Fallout gefällt mir noch ein bisschen mehr als Skyrim, obwohl man in Skyrim richtig viele Freiheiten hat. Man kann sämtlichen Scheiß machen in Skyrim. Aber trotzdem hat Fallout einfach ein Feeling. Seid ihr böse? Seid ihr böse? Hallo. Ach, nun ja. Jäger. Nein. Aber was haben die denn so dabei? Kleberschuss, Fleisch, Messer, okay. Kleberschuss. Das ist dasselbe dabei, ne? Okay, lohnt nicht, sie auszurauben. Oh, da kommt irgendwas. Irgendwas kommt da doch. Raider. Da ist die Brücke, wo ich hin muss, ne? Oh, die sind schon hinter mir her. Mal gucken, ob ich ihn treffen kann. Huhuhuhuhu. Okay, vielleicht ein bisschen Ziel. Hier drüben! Nein, mein Erf! Achso, meine Erfahrung habe ich sowieso bekommen, alles gut. Ja, er ist doch schon tot. Ihr braucht nicht mehr zu schießen, er ist schon tot. Geronimo! In der Luft! Oh, das war eine Laserpistole. Dreck. Ich wollte nicht die Laserpistole. Alles gut. Scheiße, kein Muni mehr. Was? Ich habe nicht auf mein Leben geachtet. Mein erster Tod. Und wann habe ich abgespeichert? Nein, bitte sag mir nicht, dass ich bei Megatron bin. Sag mir nicht, dass ich Megatron bin. Bitte. Bitte, 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 bitte. Zack! Zugang zu antiquierter Technologie. So, ich habe das jetzt mal bis hierhin rekonstruiert. Weil es ist halt doof, wenn ich jetzt, ja, die ganze Zeit damit verschwende, einen wiederholten Weg bis hierhin zu laufen. Denn wir, ja, ganz ehrlich, Fallout 3, das ist schon ein extrem langes Spiel, da möchte ich nicht so viel Zeit damit verschwenden. Ja, immer wieder den gleichen Scheiß hier zu machen. Deswegen speichere ich hier nochmal ab, bevor ich noch gleich nochmal abkacke. Nochmal den ganzen Weg laufen muss für euch. Ja gut, muss für euch. Naja, ich laufe ja nicht für euch, ich laufe ja für mich. Aber das wäre halt schon ein bisschen kacke. So, aber erstmal muss ich mich um die Raiders kümmern. Komm, komm. Ich weiß, was du nicht willst. Komm her. Komm her. Kommst du? Er kommt nicht. Er kommt nicht, er kommt nicht. Leider sind die ganzen Jäger auch jetzt nicht mehr hier. Schade, schade, schade. Aber im Endeffekt hätten die mir sowieso nichts gebracht, außer, na gut, vielleicht hätten die geholfen bei den Raiders. Alter, Alter, willst du mich verarschen? Da ist sie. Und das ist jetzt auch keine Frau mehr, sondern ein Kerl, ne? So, der ist auch hinüber.